Dabei handelt es sich hierbei nur um ein Spiel. Stell dir mal vor, das würde wirklich was Wichtiges betreffen. Wäre das Hardcore. So, und außerdem könnte ich ja adapten auf das, was ich so in letzter Zeit gesehen habe und so und gehört habe und so. Aber ich glaube, es lasse es. Und denk mir lieber ein neues Thema aus, über das wir jetzt reden können. Zum Beispiel das Thema Nachschenken von Flüssigkeiten in Gläsern. Schnell gemacht, aus dem Handgelenk. Was dann wieder dazu führt, dass ich nochmal sagen könnte, wir hören The Whiskey Project mit dem Album Demos und Prost. Nein, kein Whisky-Projekt, sondern eigentlich nur Eistee. Aber trinken muss man trotzdem mal schon mal. Kennt ihr ja, ne? So, warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Das macht 8. Machen wir 9 draus. So, 9. Das wäre so die neue Kammergröße hier. 9 Stück. So, und das heißt, das sind 6. Nach den 3 von hier. Genau. Da sind es 9 bis zur Ecke. Das sind schon mal 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Also falls ihr Kinder habt, die im Vorschulpflichtigen oder schulpflichtigen Alter sind, hier wird noch echt gezählt. Echt. Also nicht so hoch mathematisch mit der Null und mit, ach mein Gott, Fibonacci, Fubonacci, Quadratwurzel aus der Schuhsohle. Brauchen wir alle nicht. Hier reicht das kleine 1x1. Hier reichen die Hände zum Abzählen der Dinge, die wir machen wollen. Und wer an seiner Hand 6 Finger entdeckt, sollte vielleicht mal zum Arzt gehen. So. Auf jeden Fall hätten wir damit 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ein mehr. Ein mehr brauchen wir noch. Ich stelle hier schon mal eine Fackel auf, damit ihr auch was seht und vor allem, dass ich auch was sehe. Ist ja was für das Problem mit der YouTube, dann der macht ja auch noch wieder dunkler und so. Och, ist das alles ein Nerv. So viele Dinge, über die man nachdenken sollte, könnte, müsste, würde, wenn man denn nicht schon was anderes getan hätte. Oder so. So, jetzt weiß ich bloß nicht, wie weit wir hier sind. Ich habe noch nicht gezählt. Also nur ein bisschen Zwischenerde wahrscheinlich. Mal gucken, wir machen hier erstmal Licht. Indem wir das hier weghauen. Und auf jeden Fall, wenn wir den Raum hier ausgehoben haben, aus dem Berg, sollten wir wieder ein bisschen Cobblestone haben, um oben unseren Gang weiterzubauen. Und je nachdem, wie lange das jetzt dauert, werden uns gleich noch Monster besuchen oder halt auch nicht. Aber ja, aber ja, aber ja. Achso, und außerdem habe ich mich mal schlau gemacht über Creative Commons, Benutzung in YouTube-Videos und den ganzen Krempel. Ja, kann man sich drüber schlau machen, muss man auch manchmal. Und jetzt war es so für mich an der Zeit, das mal zu tun. Und ich habe so ein paar Dinge erfahren und rausgefunden. Habe auch durch einen Artikel, den ich mir da zu Gemüte geführt habe, eine relativ coole Musikplattform entdeckt. Mit halt auch sehr viel Creative Commons Music. Immer lizenziert mit Attribution, Non-Commercial und hier dieser virale Faktor. Share-alike. Share-alike. Ja. Genau sowas habe ich gefunden und fand das halt auch wieder richtig cool, dass ich das entdeckt habe und so. Und genau auf so eine Lizenz werde ich meinen ganzen Schmuh hier mal umstellen. Wenn es denn soweit ist. Damit wir halt auch diese Musik nutzen können, weil da waren echt nette Sachen dabei. Ein bisschen schade ist halt immer, dass es nicht so ein komplettes Album unter diesem Lizenztyp ist. Aber ja, da kann man halt auch nichts für und nichts wieder. Aber ja, so ist das dann halt manchmal im Leben. Wenn für und wieder führen. Och, der war schon... der war aber... Puh.
Der war aber hart unter der Gürtellinie. Findet ihr nicht auch? Ich sollte damit aufhören. Auf jeden Fall, diese Musik ist auch manchmal hart unter der Gürtellinie. Durch dieses und so weiter, was sie einbauen. Aber ja, was soll's. So, auf jeden Fall wäre das der nächste Raum. Und das hier neben unserem Schlafkämmerlein wäre doch ein Ansatz für ein erstes Lägerchen. Und fürs Lägerchen bräuchten wir ein bisschen Bäumchen, aber Bäumchen haben wir ja noch nicht. So, nehmen wir erstmal das Ding hier in der Mitte und machen das so. Und dann nehmen wir das Ding daneben, machen das so. Und dann nehmen wir das Ding daneben. Und, machen das so. Und nehmen wir das Ding da drüber und machen das so. Damit sollten wir doch auf jeden, Alter, krass, ne? Auf jeden. Entsprechend unserer Maßgabe, entsprechend viele Kabels zu Cleanstones verwandelt haben. Ach, ist auch ein schönes Bild. Wie so vor sich hin brutzelt. Lecker Cleanstone für die ganze Familie. So, was machen wir jetzt hier? Ich könnte jetzt einfach hier so anfangen. So, nee, so nicht. So schon mal gar nicht. Ja, so. So und dann so. Weil es gibt ja hier auch diese schöne Ecke, ne? Solange man trifft, gibt es schöne Dinge. Ansonsten sieht es einfach nur ziemlich bescheiden. Ah, sogar das würde passen. Ich muss ja hier einmal rumgehen, damit es passt. So richtig. Und dann könnte man hier so... Ich habe noch Pflastersteine. Nee, das ist scheiße. So. Genau. Aber für hier heißt das ja quasi so, so. Genau. Doppelkiste. Doppelkiste. Weg. Doppelkiste. Einzelkiste. Ah, genau, da können wir jetzt wieder... Ja, das lasse ich so. Da kommen wieder Crafting Tables dazwischen. Doppelkiste, Einzelkiste, Doppelkiste und Crafting Table. Und da brauche ich auch noch Zeug für. Und so. Können wir dann noch... Einen können wir noch machen. Ich brauche aber zwei. Dann machen wir erstmal einen noch. Und machen wir... ein paar Treppen, 16 an der Zahl. Ja, nehmen wir noch mit die Kabels. Wird nicht verschwendet hier. Sind ja hier nicht in der Wegwerfgesellschaft. Also hier. In dem anderen Lager, also in dem anderen Häusle schon, ne? Ist schon mehr Wegwerfgesellschaft. So, das haben wir fertig. So, und da kommt ein Crafting Table dazwischen. Und da kommen die Kisten hin. Und dann können wir da oben drauf nochmal genau das gleiche machen. Oder dasselbe. Je nach Betrachtungsweise. Das heißt aber, die Fackel müssen wir... Ui, was ist denn jetzt los? Array out of bounds exception. Okay. So. Das heißt, mit den Fackeln, das funktioniert gar nicht eigentlich an der Stelle. Und das hier ist eigentlich auch ziemlich kacke. Ach, ich hau das ganze Ding nur raus. Es tut mir leid. Aber wie ich ja schon gesagt habe, hier wird ja alles anders. Hier machen wir die Sache nochmal richtig. Hier wird es nochmal ein Neuland geben, welches wir als Erster entdecken. Und zu diesem Konzept gehört auch dazu, mal was auszuprobieren und zu beschließen. Es sieht einfach nur beschissen aus. Vielleicht habt ihr ja noch eine bessere Idee. Wenn ihr das seht, bin ich schon wieder 2 Wochen weiter wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ist ja immer das Problem jetzt mit der Zeit. Wo ist die Zeit nur geblieben? Vor allem die, in der man Zeit hatte. Das ist die Frage, die uns alle quält und mich wahrscheinlich mehr als euch. Und nein, es liegt nicht daran, dass ich hier an einer Art Selbstüberschätzung leide.
ist wirklich aktuell scheiße schwer, noch Zeit zu finden. Also vor allem so Zeiten, wo man früher mal Zeit hatte. Wochenenden und so. Wochenende sind mal komplett dicht mit Zeug. Unglaublich viel Zeug. Man glaubt's gar nicht. So viel Zeug passiert da unglaublicherweise. So, 64 und 45. Mein Gott, das reicht doch locker. Jetzt machen wir das hier erstmal zu, weil es sah schön aus. Jetzt müssen wir uns was Besseres überlegen für diesen Raum. Warte mal, wenn wir hier... Warte mal, wenn wir jetzt hier noch... In alter Tradition quasi das Lager absenken würden. Ja, nehmen wir jetzt mal an, wir würden jetzt hier so Steps hinmachen, genau. Und dann würde es hier runtergehen. Ich könnte noch einen runtergehen, bevor es nicht mehr funktioniert. Gut, dann können wir zwei runter. Das heißt, wir nehmen das hier schon mal weg. Dann nehmen wir die hier auch noch raus. Generiert das Cobblestone und es erhöht die Lagerkapazität. Also, so. Genau. Genau. Und man kann hier immer noch so schön rüberlatschen und auch wenn man ein bisschen querlatscht, wackelt es halt ein bisschen mehr beim Latschen. Aber es funktioniert. Dies können wir machen. So. Das heißt, ich hau die zwei hier auf jeden Fall noch raus. Und jetzt müssen wir uns dafür einen schicken Übergang ausdenken. Oder wir machen das ganz anders. Jetzt müsste ich allerdings... mit den Küchen müssen mal gucken. Und ja, Level 14, mein Gott, Level 14, das ist auch gut. Ich level immer nur ab, wenn ich irgendwie buddeln gehe, ne? Also mit Kohle hacken und so, das hilft. Hilft schon ungemein und unglaublich und überhaupt. Meditatives Cobblestone schlagen. Ne? Das ist auch eine Art Sportrichtung. Und ich glaube immer noch nicht, dass meine kleinen Änderungen hier echt was bewirkt haben. Das ist mir echt unglaublich. Also einfach nur Minecraft auf eine andere Platte zu packen. Beziehungsweise, na doch, auf eine andere Platte. Ich habe ja ein Array drunter, also ein Raid. Ein Raid und Minecraft hat es geschafft, eben dieses Raid so sehr zu beschäftigen, durch seine vielen, 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 vielen klitzekleinen Updates, dass mir Dextery zusammengebrochen ist. Also beziehungsweise der I.O. zu einem Raid 0, also hier das Stripe Set. Beide Platten funktionieren wie eine, so ungefähr jedenfalls. Um jetzt nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Ist das so ein Weg? Nee, eigentlich ist es kacke. Das sieht kacke aus. Warte mal. Wie machen wir das jetzt? Da haben wir auch noch 33. Wenn wir die jetzt hier so anbringen würden. Ne? Also hier quasi bis unter Stechler. Wie sähe das denn aus? Also erster Eindruck, ziemlich gut. Dann könnten wir jetzt hier so zwei machen. Genau, die schweben ja frei. Und da könnten wir so zwei machen, die schweben auch frei. Und da drüber könnte man das auch nochmal machen, dann würde es nicht frei schweben, aber würde gut aussehen. Und dann müsste man jetzt hier wieder... So und so machen. Dort echt mal wieder hochbauen. Haben wir auch schon lange. Ja. So, und dann würde man hier so machen. So, das wäre jetzt aber für sich genommen ziemlich scheiße, weil. Ja, nee, dann mache ich weniger Kisten. Ach, warum reiße ich das jetzt ab?
Was ich abreißen muss, ist das hier. Das muss nochmal weg alles. Warte. Weil da unten entsteht ja ein Effekt. Es entsteht ein Effekt. Effekt! Unglaublich. So, Pflastersteine, ja. Und zwar, wenn man das nämlich so macht und...